Wir sind heute hier, weil wir den ersten Staatsbetrieb des Königreichs Deutschland gründen wollen. Die Umstände, die dazu geführt haben, sind folgende. Wir haben sehr häufig Anfragen bekommen in Bezug auf freie Energie. Und ich habe mich mit diesen Sachen beschäftigt. Ich bin hier für die Technik, ja, wie ihr auf unserer Internetseite sehen könnt, zuständig. Und so habe ich mich mit diesen Dingen beschäftigt. Es gibt ja, wie ihr selber wisst, auf YouTube und anderen Kanälen diverse Videos, wo Dinge vorgestellt werden, die dann autonom laufen sollen oder mit sehr geringem Aufwand, sehr einen hohen Output liefern. Ich habe einige dieser Dinge nachgebaut und feststellen müssen, dass sie eben nicht so funktionieren, wie es in den Videos meist dargestellt wird. Jetzt haben wir manche Leute, die würden uns unterstützen und wollen freie Energietechniken und so weiter finanzieren. Dahingehend ist es aber nicht effizient, wenn wir jetzt sofort unausgereifte Sachen fertigen, denn wir haben nicht die Möglichkeit hier im Königreich zur Produktion. Das heißt, wir müssten die Ideen, die die Leute uns zutragen, erst auf ein Computerprogramm eine Zeichnung draus machen. Dann müssen wir eine Firma finden, die uns das fertigt. Hier müssen wir dann Maschinenstunden bezahlen, die nicht unerheblich sind. Und haben dann ein Produkt, von dem wir nicht wissen, ob es funktioniert. Da war meine Idee, da ich aus dem Bereich Metall, spannende Verarbeitung, Metallbereich oder Kunststoffe können wir bearbeiten, komme, dass wir einen Staatsbetrieb zur Fertigung hier im Königreich aufbauen werden. Wir haben dann hier im Königreich die Möglichkeit, finanzielle Mittel zu erwirtschaften und dass dieser Betrieb sich selber trägt. Darüber hinaus können wir dann an dieser freien Energie forschen, da wir dann nur noch das Material für die dementsprechenden Bauteile besorgen müssen und bezahlen müssen. Die Arbeitsstunden des Arbeiters oder der Maschine fallen nicht mehr an, da wir dies dann selbst in unserem Betrieb machen können. Ich persönlich bin überzeugt, dass diese freien Energien nach Schauberger und Tesla und so weiter funktionieren können. Es bedarf jedoch einer intensiveren Forschung, die die Möglichkeit hat zur Fertigung, damit wir nicht jedes Mal eine Firma beauftragen müssen, dann kostet es Geld, wir brauchen Zeit. Daher habe ich mich dazu entschlossen, diesen Staatsbetrieb hier zu gründen, in dem wir wirtschaftlich arbeiten können. Aufgrund unserer Verfassung, die ihr ja sicherlich gelesen habt, wisst ihr ja, dass wir keine Zinsen und Zinseszinsen haben. Die sind verboten per Verfassung. Des Weiteren erhebt der Staat keine Steuern. Alle Steuern sind freiwillig. Daher haben wir sehr gute Möglichkeiten, zu anderen Unternehmern bestehen zu können. So, hallo. Wir stehen jetzt in unserer ersten Fertigungshalle für unseren Betrieb. Schaut euch um. Hier haben wir schon Stromanschluss, den werden wir legen, wenn die Maschinen stehen. So grob, hier würde eine Drehbank, eine große CNC-Drehbank gut reinpassen. Hier haben wir einen Wasseranschluss hinten auch schon. Hier haben wir die Möglichkeit von Platz für eine Fräsmaschine. Sollte unser Unternehmen sehr schnell wachsen, haben wir die Möglichkeit zur Erweiterung hinten raus in drei Durchgängen, die jetzt zu sind, aufgrund dessen, dass wir das nicht genutzt haben, und haben weitere fast 400 Quadratmeter Möglichkeit zur Fertigung. Wir werden mit diesem Staatsbetrieb ab ungefähr Mitte März beginnen. Und dann werden wir in der Lage sein, Dreh- und Fräsarbeiten zu übernehmen und wir können Konstruktionsarbeiten übernehmen, die wir dann auch fertigen können. Auf unserer Königreichseite findet ihr einen Investitionsplan über unseren Staatsbetrieb. Mit diesem Staatsbetrieb wollen wir aufzeigen, dass es möglich ist, im Königreich Deutschland auch wirtschaftlich, unternehmerisch tätig zu sein. In der Folge dessen werden wir die Möglichkeit haben, andere Unternehmern, die Einstiftungen vornehmen möchten, die Sache leichter zu machen. Und wir können schon eine Infrastruktur vorweisen. Wenn ihr uns bei diesem Unternehmen unterstützen wollt, dann könnt ihr uns finanziell unterstützen durch Spenden
indem ihr in die Kooperationskasse einbezahlt. Oder aber ihr habt Sachwerte, also Maschinen, die wir verwerten können. Da bitte ich euch dann per E-Mail oder telefonisch euch bei uns zu melden. Und diese E-Mail bzw. das Telefon wird dann an mich weitergeleitet oder ich melde mich dann bei euch. Ich möchte euch bitten darum, dass ihr bedenkt, wir werden dann Lohnfertigungsarbeiten machen. Das heißt, mit einer Drehbank oder einer Fräsmaschine, wie sie beim Obi-Baumarkt oder sowas zu kaufen gibt, können wir eigentlich recht wenig anfangen. Da brauchen wir dann schon etwas hochwertigere Gerätschaften.